Vom Lithium-Boom zum Lithium-Crash. Die Lithiumpreise sind brutal eingebrochen, aber viele Analysten sagen jetzt, der Boden ist mittlerweile erreicht. Und was bei Lithium-Aktien auch noch ein großes Thema ist zurzeit, das sind die Verstaatlichungsversuche, speziell in Chile. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Lithium, das weiße Gold, Lithium-Aktien boomen, Lithium-Aktien machen Millionäre. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kriege immer noch jeden Tag gefühlt mindestens einmal eine Mail mit der nächsten Lithium-Kursrakete. Und was das für gute Aktien sind. Das Prospektionsgebiet, das ist immer mindestens so groß wie Großbritannien. Und die Bohrergebnisse sagenhaft. Sie müssen da eigentlich nur noch mit dem Spaten hinkommen und sich das hochreine Lithium in den Eimer schaufeln. Was man ihnen nicht sagt, in der Regel bei diesen Geheimtipps, das ist, dass die meistens dringend Geld brauchen. Erstmal brauchen sie zum Beispiel 20 Millionen Dollar, damit sie überhaupt ihre Studien abschließen können. Dann sagen wir nochmal 50 Millionen Dollar, damit man da überhaupt ein Stromkabel mal hinlegen kann. Und dann nochmal 30 Millionen Dollar, damit der Vorstand auch in Zukunft noch in die Kantine gehen kann. Und eigentlich sollen Sie ja mit Ihrem Kauf nur den Kurs stabilisieren für die nächste Kapitalerhöhung. Erstmal muss also die Marketingmaschine weiterlaufen, mit der man dann neue Investoren reinholt, die dann Sie, den Anleger der ersten Stunde, verwässern zu 99%. Und wenn die Investoren aber nicht kommen, dann wird es sogar ein Totalverlust. Natürlich, es gibt auch immer Ausnahmen, aber diese Ausnahmen, die kriegen wir so in der Regel nicht angeboten als normale Anleger. Und was jetzt den Lithium-Boom betrifft, hier haben wir ihn, der Einjahreschart von Trading Economics. Lithiumcarbonat in chinesischen Yuan. Das Hoch war Mitte November erreicht und seitdem von wegen Boom. Ein spektakulärer Absturz um über 70% in der Spitze, was viele Lithiumaktien dann natürlich auch mit runtergezogen hat. Und hier am 28. November, auf dem Hochpunkt von dem jahrelangen Boom, da habe ich hier ein Video gemacht. Crash-Gefahr bei Lithium-Aktien, Lithium-Blase, Warnung von Goldman Sachs und so weiter. Das Video haben Sie bestimmt gesehen. Sie sind daraufhin auch bestimmt vorsichtiger geworden mit Ihren Lithium-Aktien ein bisschen, haben vielleicht ein paar Gewinne mitgenommen, haben vielleicht ein paar Stops reingezogen und so weiter. Wenn nicht, dann würde ich sagen, wird es für Sie langsam mal Zeit für ein Kanal-Abo. Dabei auch die Glocke drücken, dann sehen Sie wenigstens in Zukunft, wenn neue aktuelle Videos zu solchen Themen da sind. Die kriegen Sie dann nämlich auch angezeigt. Fairerweise muss man natürlich auch sagen, vorher, da hat es diesen Lithium-Boom natürlich tatsächlich gegeben. Die Lithiumpreise sind ja jahrelang stark gestiegen. Das hier ist nochmal der 5-Jahres-Chart, auch von TradingView. Von Herbst 2020 bis Herbst 2022 kann man sagen, da haben sie sich verfünfzehnfacht. Der Elektroauto-Boom war also ein Trend, den man ja jahrelang eher unterschätzt hat. Und letztes Jahr war dann der Markt auch wirklich unterversorgt. Das waren also nicht unbedingt die Spekulanten, die da die Preise hochgetrieben haben, sondern es war wirklich eine stark gestiegene Nachfrage. Der globale Elektroautoabsatz, der ist ja letztes Jahr auch noch mal um 60% gestiegen und Lithium war dann eben wirklich zu knapp. Nur jetzt ist das passiert, was viele lange nicht geglaubt haben, dass das Minenangebot nämlich auch gut zugelegt hat. Und gleichzeitig war der Elektroautoabsatz relativ schwach, vor allem in China. Da sind Subventionen gekürzt worden dieses Jahr und China ist eben ein sehr wichtiger Markt, sodass der Lithiummarkt jetzt sogar leicht überversorgt ist. Also von einer starken Knappheit letztes Jahr zu einem ausgeglichenen Markt, das ist bei Rohstoffen schon ein großer Unterschied, sodass da der Preiseinbruch von 70% vielleicht noch nicht mal übertrieben war. Die Frage ist jetzt aber natürlich, ist er damit jetzt genug gefallen?
Und es gibt einige Analysten, die sagen, ja, die Korrektur war jetzt zu stark, jetzt ist wieder Luft nach oben. Morgan Stanley zum Beispiel. Und die Argumentation, der Elektroautomat in China, der erholt sich jetzt wieder. Die Batteriehersteller, die kaufen auch wieder mehr Lithium. Sie haben jetzt viel von ihrem Inventar inzwischen abgebaut. Und gleichzeitig ist aber die Lithiumproduktion nicht mehr so stark gestiegen, wie man gedacht hat. Die Exporte aus Chile zum Beispiel, die sind im ersten Quartal zum Vorquartal nur noch um 5% gestiegen und in Australien war die Produktion sogar flach, so dass man denkt, so locker wie es im Moment ist am Markt, wird es wahrscheinlich dann doch nicht bleiben. Ab jetzt wird eben die Versorgung möglicherweise doch wieder knapper. Das denken andere Analysten auch. Was man jetzt aber nicht unbedingt denkt, dass das Defizit im Ansatz so groß wird wie letztes Jahr und auch die nächsten Jahre wird, soll es nicht mehr so sein. Hier haben wir einen typischen Ausblick, einen Langfristausblick für den Lithiummarkt von Benchmark Mineral Intelligence. Das ist eine Agentur, die hat sich spezialisiert auf Batterierohstoffe, also auf so Sachen wie Lithium, Nickel, Kobalt und so weiter. Dieses Jahr habe ich mal umringelt hier, also die bei Benchmark, die glauben also auch, dass wir wieder ins Defizit kommen. Das wird aber viel geringer sein als letztes Jahr. Und interessant sind zwei Sachen. Erstens, ab nächstes Jahr ist es laut denen mit der Unterversorgung vorbei. Da hätten wir dann wirklich Überschüsse und 2026, 2027 sogar sehr hohe Überschüsse. Aber ab 2029, da soll das Ganze dann wieder kippen und wir würden wieder ins Defizit rutschen. Und diese Defizite, die wären dann noch viel größer als das, was wir letztes Jahr gehabt haben. Das würde heißen, als Lithium-Investor sieht es die nächsten Jahre erstmal, na, nicht so gut aus. Und dann kommt aber eine Knappheit, gegen die die Knappheit letztes Jahr nichts war. Und hier sind noch Prognosen von verschiedenen Analysten nebeneinander gestellt. Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, Standard & Poor's und wieder Benchmark. Und das hier ist ehrlich gesagt auch schon vom Januar. Aber wir sehen da auch einen gewissen Konsens. Also 2023 eher im Defizit, aber eben doch viel entspannter als 2022. 2024, da könnte man sagen, da gehen einige schon wieder von einem höheren Defizit aus, vor allem Bank of America und JP Morgan. Und 2025 ist es dann aber schon so, dass die Schätzungen dann wirklich ziemlich weit auseinandergehen. Da ist man sich also sehr uneinig. Das kann man jetzt als Anleger, da kann man auch nicht unbedingt jetzt was damit anfangen. Was man sagen kann, unterm Strich, nach einer richtig starken Preiserholung sieht es im Moment jetzt nicht unbedingt aus. Wo es aber noch Überraschungen geben könnte, das ist die Minenproduktion. Die Nachfrage wird steigen, das ist so gut wie sicher. Der Elektroautoabsatz, der soll dieses Jahr auch nochmal um 35% wachsen. Man geht aber eben auch davon aus, dass das Angebot dieses Jahr auch nochmal stark steigt. Die Prognosen liegen da zwischen plus 22% und plus 42%. Aber das ist vielleicht dann doch zu optimistisch, nach dem, wie sich es bis jetzt entwickelt hat, zumindest. Wie gesagt, zuerst hat man die Minenproduktion unterschätzt, jetzt überschätzt man sie aber möglicherweise. Vor allem, weil von den großen etablierten Produzenten das Wachstum dieses Jahr gar nicht kommen soll, sondern jetzt hoffen sie alle auf die neuen kleinen Produzenten. Und die müssen das jetzt aber erstmal natürlich auch schaffen. Und was auch noch ein großes Thema ist, das ist der neue Rohstoffnationalismus, beziehungsweise so neu ist er gar nicht, aber er kommt wieder hoch. Stichwort Chile, das war ein Schock für die Anleger. Chile hat einen relativ neuen linksgerichteten Präsidenten, Gabriel Boric, der will die Lithiumproduktion jetzt teilverstaatlichen. Hier haben wir ihn rechts im Bild und links, da ist ein anderer Politiker, der ihn zu dieser Entscheidung beglückwünscht. Betroffen sind vor allem der US-Konzern Albemarle, hier da ein Jahreschart von TradingView in Euro. Die haben immens investiert in chilenische Salzseen und die Aktie hat sich im letzten halben Jahr ungefähr halbiert.
Und dann natürlich noch die SQM, die Sociedad Química y Minera de Chile, eine ähnliche Kursentwicklung. Es sind beides Aktien, die sich traumhaft entwickelt haben die letzten Jahre. Die haben mit ihren Salinen in Chile extrem billig produziert. Jetzt sind sie aber eben wieder stark zurückgekommen. Es sind aber keine untypischen Kursverläufe jetzt. Das hat also nichts, nicht nur was mit diesen Verstaatlichungssorgen zu tun. Aber es hat eben auch was damit zu tun. Gabriel Boric, der will eben, dass in Zukunft in jedem neuen Lithiumprojekt in Chile eine staatliche Gesellschaft die Mehrheit hat und dass man dann natürlich auch eng alle zusammenarbeiten, damit sich da die Wertschöpfung auch erhöht in Chile. Das Gute im Moment ist erstmal, dass das Ganze erst noch durch den Kongress müsste. Da könnte er scheitern, da hat er eigentlich die Mehrheit gegen sich oder das Ganze wird zumindest, der ganze Entwurf wird zumindest noch stark verwässert. Und das zweite Gute ist, die bestehenden Projektverträge, die soll das nicht betreffen. Darum hat Elbe Mahl zum Beispiel schon gesagt, uns tangiert das wahrscheinlich gar nicht besonders. Für SQM wird es aber wahrscheinlich etwas härter, weil da laufen die Verträge schon 2030 aus. Und wir werden uns beide Aktien nochmal genauer anschauen in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report und auch ein paar andere Lithium-Aktien und natürlich auch die geplante Fusion von Livent und von Elkem, Elkem früher Oro Cobre. Und Sie können auch noch Wünsche äußern hier, welche Aktien wir noch besprechen sollen. Wir werden aber jetzt nur große etablierte Lithium-Aktien besprechen in dem Report, keine Explorer. Und der Report kommt dann am Dienstag raus, ist natürlich gratis wie immer. Und wenn Sie die Reports auch gerne hätten, Sie kriegen sie auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Aber vielleicht jetzt nochmal kurz zu diesem Rohstoffnationalismus. Es ist ja gar nichts dagegen zu sagen, wenn eine Regierung sagt, unser Rohstoffreichtum, der soll auch dem Land mehr zugutekommen und nicht nur irgendwelchen Konzernen. Und darum vereinbart man ja meistens auch was mit denen. Aber idealerweise am Anfang, also Abgaben oder Ventures, Gewinnbeteiligungen, Umsatzbeteiligungen, wie auch immer. Es zwingt einen ja auch keiner, dass man sich so eine Minengesellschaft ins Land holt. Aber meistens will man sie dann eben doch haben, wegen dem Kapital von denen und dem Know-how von denen. Und was dann aber immer ein bisschen mies ist, das ist, wenn man dann, wenn mit einem Rohstoff vorübergehend sehr viel Geld verdient wird, wenn man dann kommt und sagt, oh, die berauben uns aber ganz schön hier, die Rohstoffkonzerne, die plündern uns aus, weg mit denen. Ist aber leider trotzdem schon oft so passiert. Paradebeispiel Venezuela, die haben, als der Ölpreis dann gestiegen ist, da haben sie die amerikanischen Ölkonzerne plötzlich wieder rausgeschmissen. Und in Chile, da war dieses Thema ja auch mit ein Grund, warum Boric überhaupt Präsident geworden ist, weil er eben auch den Leuten dauernd versprochen hat, wir holen uns unsere Rohstoffe jetzt zurück. Rohstoffnationalismus ist meistens auch Rohstoffpopulismus. Und meistens geht die Rechnung aber auch gar nicht auf. Es gibt Länder, die haben Rohstoffproduktion staatliche gut im Griff, zum Beispiel der staatliche Ölsektor in Saudi-Arabien oder in Russland oder in China. Aber in anderen Ländern ist es eine Katastrophe. Beispiel eben Venezuela, das ja eigentlich mehr Ölreserven hätte als Saudi-Arabien. Und in Mexiko läuft das Ganze überhaupt auch nicht toll. Mexiko hat aber auch angekündigt, dass sie auch die Lithiumproduktion von Anfang an verstaatlichen werden, genauso wie auch Bolivien. Darum kommt aus den beiden Ländern auch nichts mehr. Sie sind als Produzenten völlig unbedeutend, aber beide schwadronieren sie jetzt rum über die Gründung einer Lithium-OPEC zum Beispiel. Falls Sie mal von einem Unternehmen hören sollten, das Lithium nach Bolivien importiert, dann lassen Sie es mich wissen. Ist ein todsicheres Geschäftsmodell. Aber wie auch immer, der Rohstoffnationalismus, der nimmt zu. Dadurch steigen natürlich für die einzelnen Unternehmen wieder mal auch die Risiken und es ist ein Grund mehr, nicht zu investieren in die Erschließung von neuen Rohstoffvorkommen. Und dadurch ist es aber auf der anderen Seite natürlich auch was, das mittelfristig die Rohstoffe stützen wird, weil eben wahrscheinlich zu wenig investiert wird.
Und was Lithium betrifft, ich glaube, man hat sehen können, jetzt ganz so trivial ist das Ganze eben nicht. Also wir haben diese Prognosen für einen Angebotsüberschuss in den nächsten Jahren. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen als Anleger. Und umgekehrt haben wir aber eben auch die Prognosen für die Riesendefizite ab 2029. Das ist aber auch so eine Sache. Warten wir mal, was bis dahin die Batterietechnik macht zum Beispiel. Vielleicht braucht man ja Lithium gar nicht mehr so in dem Maße. Aber so oder so, irgendwann in ein paar Jahren, da kommt wahrscheinlich wirklich wieder eine große Chance. Entweder wir kriegen eben wirklich nochmal diese stark steigenden Lithiumpreise, oder aber es gibt eine Chance bei einem von diesen Spezialbatterieentwicklern eben. Von denen kriegt man die Aktien inzwischen auch für ein Appel und ein Ei. Im Moment konzentriert man sich aber als Anleger vielleicht doch eher auf Aktien von den guten, gesunden, produzierenden Unternehmen, wenn man da noch investieren will. Also Unternehmen, die bei niedrigeren Preisen auch noch gutes Geld verdienen. Und was vielleicht auch noch zu sagen wäre zu dem Thema: Jedes siebte weltweit verkaufte Auto ist ja zurzeit ein Elektroauto, und es steigt auch weiter mit Sicherheit. Aber das heißt natürlich auch, dass 6 von 7 verkauften Autos immer noch einen Verbrennungsmotor haben. Man glaubt es nicht, diese Autos gibt es tatsächlich auch noch. Ich habe neulich sogar erst wieder eins gesehen. Und das ist ein Bereich, der wird am Markt natürlich im Moment komplett verkannt und auch verachtet. Und auch alles, was damit zusammenhängt. Ob das jetzt Öl ist oder zum Beispiel auch Katalysatormaterialien sowie Platin und Palladium. Und speziell Platin, das wird dieses Jahr definitiv wieder ins Defizit rauschen. Kann ich hier auch gern mal wieder behandeln, falls es noch irgendwen interessieren sollte. Aber jetzt holen Sie sich erstmal unseren nächsten Zukunftsmärkte Report mit unseren Lithium-Kursraketen auf www.zukunfts-märkte.de gibt's den. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.